Okay, dann beginnen wir. Kommende Shabbat ist Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol, wieso wird er genannt Shabbat HaGadol? Es ist einer der besonderen Shabbatot, der große Shabbat. Shabbat HaGadol, der große Shabbat, ist wegen dem großen Wunder, das Gott am Israel gemacht hat. Gott hat gesagt, dass wir am 10. Nisan sollen wir ein Lamm nehmen, es an den Bett fesseln, am 10. Nisan, und dann am 14. Nisan es schlachten und Korban Pesach, ein Pesachopfer, darbringen. Und das Lamm, das war Gott von den Ägyptern. Und Gott hat ein großes Wunder gemacht, dass wir, trotzdem, dass wir deren Gott geschlachtet haben, sie uns nichts gemacht haben. Und sie waren wütend, sie waren böse, aber haben uns nichts gemacht. Das war zu Shabbat HaGadol. Normalerweise alle Feiertage, die sind mit Datum. Hier ist es der Shabbat. Shabbat vor Pesach, egal in welchem Datum es ist. Es ist nicht der 10. Nisan. Egal in welchem Datum es ist, ist immer Shabbat HaGadol, der Shabbat vor Pesach. Auch weil da der Rabbiner eine große Rede haltet, für Pesach gibt es viel zu reden. Auch da, weil wir die Haftarah, die wir lesen, zu Shabbat HaGadol. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול. ולז דסגות ויצ'יקן אליהו הנביא for the gross and tag. deswegen viel gross, 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 gross. deswegen wird genannt Shabbat HaGadol. Okay, weiter. Dann haben wir den Chametzverkauf. Chametzverkauf, aufgepasst, man verkauft Chametz nicht dem Rabbiner, weil der Rabbiner hat genug sein Chametz, sondern man gibt dem Rabbiner eine Vollmacht, den Chametz für uns zu verkaufen. Man gibt dem Rabbiner Vollmacht, den Chametz für uns zu verkaufen. Da sollte man bitte nicht auf die letzte Sekunde warten, sondern, weil wir haben, auch eine Deadline, bis wann wir es machen können. Und irgendwann einmal muss auch der Rabbiner vor dem Goy stehen und den Verkauf abschließen. Und wenn wir warten, bis noch die Kaschbahn und bis die Stars kommen, nachdem der Rabbiner schon verkauft hat, dann können wir das nie verkaufen. Es gibt ein... Kann man das selbst verkaufen? Nein, sehr gut. Eine sehr gute Frage. Man sollte es nicht... Du hast einen sehr guten Freund, Christian, Muhammad, irgendeinen guten Freund, kein Jude. Und du willst sagen... Weißt du was, du kommst zu ihm hin, ich verkaufe dir meinen ganzen Chametz, nimm das Ganze, gehört jetzt dir und gib es mir nachher zurück. Es gibt so viele Knian-Möglichkeiten, also wie man abkauft und wie man verkauft, besonders wenn es ein Kauf zwischen einem Juden und einem Nichtjuden ist, und wir wollen da fix, hundertprozentig sein, dass dieser Chametz nicht in unserem Besitz, in unserem Eigentum bleibt. Deswegen lass die Rabbiner es tun, die kennen sich gut aus damit. Und, aber nach welchem Recht verkaufen sie? Nach allen Rechten, auch nach dem österreichischen Recht, nach dem staatlichen Recht, nach allen Rechten. Wir machen alles Mögliche, dass da nie irgendwas rauskommen kann. Also es ist ein hundertprozentiger Verkauf. Ich weiß, du bist ein Anwalt, aber trotzdem, es gibt viele Sachen, die laut dem staatlichen Recht als Verkauf gelten, aber laut der Torah nicht. Oder auch umgekehrt. Deswegen muss man das sicherheitshalber mit dem Rabbiner machen lassen. Die Verkaufsverträge zwischen den Nichtjuden und den Rabbinern, die wurden von vielen Juristen kontrolliert, dass es auch laut dem internationalen Recht ist. Deswegen nicht selbstständig handeln, sondern den Rabbiner es machen lassen. Für was? Kopfschmerzen. Unterzeichnet eine Vollmacht. Heute braucht man gar nicht unterzeichnen. Online gibt es einen Verkauf. Online, ich habe sie den Link bekommen. Ja? Du füllst alles aus. Name, Nachname, Adresse, wo habe ich Chametz, was will ich verkaufen. Shalom an Israel. Aufgepasst. Es gibt zwei verschiedene Verkäufe, die wir haben. Ich werde jetzt kurz auf einem Bein erklären. Wir haben den Verkauf am 14. Nisan. Das heißt, Erev Pesach. Und wir haben den Verkauf am 13. Nisan, einen Tag davor. Alle verkaufen ihren Chametz am 14. Nisan, bis wir noch essen dürfen.
bis wir nicht mehr von dem Chametz genießen dürfen. Und erst dann verkaufen wir. Kurz bevor wir nicht mehr davon genießen dürfen. Also spätestens ist es dieses Jahr, sage ich euch genau, dieses Jahr wird es sein, spätestens um 11.30 Uhr. Montag 11.30 Uhr, das ist spätestens, bis wann man Chametz essen darf. Entschuldigung, verkaufen und genießen darf. Essen bis 10 Uhr spätestens. Das heißt, bis 11.30 Uhr spätestens müssen wir den Chametz schon verkauft haben. Ja? Aber es gibt manche, und man muss, ja, es gibt aber manche, die über die ganze Feiertage wegfahren. Er wird nicht da sein. Und er will jetzt sich befreien von dem Chametz durchsuchen. Wir haben ihn nämlich zwar am 13. Orle Arbasar, am 13. am Abend, das heißt nächsten Sonntagabend, ja, am Sonntag am Abend haben wir den Mitzvah nach Sternauszug den Chametz zu durchsuchen. Jetzt er sagt, ich bin nicht da. Ich werde nicht in dieser Wohnung sein. Ich fahre für alle 8 Tage fahre ich nach Usbekistan. Irgendwo bin ich nicht da. Was mache ich jetzt? Er kann schon davor den Chametz verkaufen, am Sonntag schon, am 13. in der Früh. Und dann am Abend ist es ein Chametz. Er hat es schon verkauft. Und deswegen, er muss diesen Chametz nicht mehr durchsuchen. Das machen die Leute, die für 8 Tage wegfahren und sicher nicht zurückkommen. Das machen die Leute, die mehrere Immobilien haben. Und eigentlich müsstest du jede Immobilie, die nicht vermietet ist, die, wo du die Schlüssel hast, ja, müsstest du jede Immobilie am 13. am Abend, 13. Nissan, ja, also Sonntag am Abend, müsstest du überall alle Immobilien kontrollieren. Das ist viel Arbeit. Dein Büro, deine Wohnung und alle Immobilien, alle Wohnungen, die du hast, wenn du solche hast, ja. Und Auto musst du auch kontrollieren. Das ist alles, was dir gehört, überall, was in deinem Besitz ist, musst du kontrollieren. Die Leute, die wegfahren oder die Leute, die mehrere Immobilien haben, um nicht alles kontrollieren wollen, die verkaufen es schon am 13. Deswegen, ihr werdet sehen, bei dem Online-Verkauf gibt es entweder ein Kästchen zum Abhaken 13., also am 21. April, oder am 22. April, 14. Wir, die Normalen, die keine Immobilien haben oder keine, ja, wir machen am 14. Diejenigen, dann am 13. Okay? Muss man aber überall die Karte Chametz machen mit der Bracha? Und man macht eine Bdika dort, wo deine Wohnung ist, wo du lebst. Ja, dann machst du. Aber die anderen, die du nicht kontrollieren willst, die verkaufst du am 13. Gibt es hier ein Problem, wenn ich für eine Person, sagen wir in Amerika, einen Verkauf mache hier? Jetzt, du hast einen Verwandten, einen Freund, der nicht fromm ist, der säkular, aber er. Und du willst für ihn den Chametz verkaufen. Oder wiederum nicht verkaufen, sondern eine Vollmacht für ihn geben. Es ist so: Sakin le Adam shelo befanav. Das ist, wenn du jemandem etwas geben willst, wo er nicht anwesend ist und ohne seine Zustimmung, kannst du es tun, rechtlich? Jemandem ein Haus schenken. Ja? Scheiße, der Jurist. Kannst du jemandem schenken etwas, ohne dass er anwesend ist? Nein. Nein. Ja? Jetzt, aber umgekehrt, Elosachim Me'adam, das heißt, von einer Person etwas nehmen, das heißt, für ihm etwas verkaufen, kann ich nicht. Ja? Und deswegen eine große Diskussion, ob es erlaubt ist oder nicht. Man sollte vorher von dieser Person eine Bestellung, bitte, ja, ich verkaufe euch ein Chametz. Wenn er sagt ja, dann ist es kein Problem. Sagen wir, die Person in Amerika, sie hat ja sechs Stunden danach erst. Ja, also die Leute, die in Amerika leben, sollen in Amerika machen. Die Leute, die hier leben, sollen hier machen. Und die Leute, die in Israel leben, sollen in Israel machen. Weil überall sind auch andere Zeiten. Und vielleicht, es kann sein, dass hier der Verkauf erst, nachdem schon dort es verboten wird, gemacht wird. Deswegen, dort, wo du lebst, mach dort den Chametz-Verkauf. Es gibt unterschiedliche Quantitätsverkaufen, zum Beispiel mit dem Sephardi oder Ashkenazi, weil das Essen ein bisschen andere. Und es ist nicht Sephardi oder Ashkenazi, es gibt verschiedene Arten. Also jeder Rabbiner, jedes Rabbinat eigentlich, nicht jeder Rabbiner, jedes Rabbinat hat ihren bestimmten Goy, ihre bestimmte Regel, worauf sie achten und ihre bestimmte Sachen, wo sie streng sind und sagen, ja, das machen wir nicht.
Ashkenazi, Mais. Nein, das wird nicht verkauft. Es wird nur der Chametz. Okay. Alle anderen Kitniot, die werden nicht verkauft, obwohl die Ashkenazim es nicht essen. Die verkaufen es nicht, weil es ist erlaubt. Nur sie haben den Brauch, es nicht zu essen. Okay? Dann weiter. Wir kommen jetzt zum Sonntag, haben wir gesagt. Sonntag, 21.04. Wir machen das mit der Timeline. Versuchen wir die Fragen immer am Ende des Tages, zu denen wir kommen, damit wir weiterkommen. Ja? Sonntag am Abend ab Sternenauszug, das heißt ab 20.15 Uhr, machen wir Bdikat Chametz. Eine Mitzvah, dass wir den ganzen Chametz durchsuchen. Lauter Kabbalah, man versteckt 10 kleine Brotstücke, weniger als 18 Gramm in den verschiedenen Ecken des Hauses. Und dann, das macht normalerweise entweder die Mutter oder die Kinder, und der Vater geht mit einer Kerze, mit einer Schüssel, mit Salz, lauter Kabbalah. Und manche nehmen eine Feder, manche nehmen ein Messer und geht und durchsucht die ganze Wohnung, wo es vielleicht Chametz geben könnte. Manche suchen nur diese 10 Stücke. Nein, aber du musst überall den Chametz durchsuchen. Vielleicht hast du irgendwo in der Vitrine, vielleicht hast du irgendwo in der Vitrine dort ein paar Whiskyflaschen, Wodkaflaschen. Vielleicht hast du im Keller noch ein paar Bierfässer, weiß ich was. Ja, jeder mit seinen Sachen, ein paar Kekse und so weiter. All diese Sachen, die Chametz sind, ja. Wieso ist Wodka problematisch? Wodka wird gemacht auch mit Weizen. Aber dieses Alkohol wird gemacht mit Getreide. Okay. Bedacht. Alkohol. Gott sei Dank nicht. Ja. Du ersparst dir vieles. So, das heißt, es sind mehrere Punkte, die wir machen bei dem Chametz. Erstens, wir annullieren den Chametz. Eigentlich von der Tora wäre das genug. Annullieren, ich sage, jeder Chametz, der sich in meinem Besitz befindet, ich annulliere es und es ist für mich ungültig, nichts. Dem Staube ähnlich. Dreimal. Und damit hast du es. Aber die Weisen, kann sein, dass der Mensch es nicht vom ganzen Herzen ausspricht. Und er noch immer den Chametz bei sich behalten will, haben gesagt, nein, zusätzlich musst du es auch entfernen. Außerdem, Punkt Nummer 2, kann sein, dass du hast annulliert, aber du kannst mitten im Pesach plötzlich irgendein kleines Muffin, irgendeinen Kuchen kannst du finden, und kannst essen. Damit du nicht dazu kommst, annullieren erstens und durchsuchen. Dann alles, was du verkaufen willst, auf die Seite irgendwo einsperren. Eigentlich laut dem Shulchan Aruch, den Chametz, den man verkauft, darf man nicht zu Hause lassen. Den muss man von der Wohnung rausschaffen. Wir drücken ein Auge zu und sagen, okay, dann leg es in irgendeinen Kasten, sperr es ab, mach zu, schreib Chametz. Das ist ein Auge zugedrückt. Ja? So, nachdem wir durchsucht haben, wir sprechen diese Annullierung. Und da jeder sollte diese Annullierung einmal am Abend, Sonntag am Abend sprechen. Okay? Das war Sonntag. Habt ihr Fragen darüber? Okay. Wenn man noch ein bisschen Chametz zu Hause hat, der ist nicht im Sofa drin versteckt oder so. Man hat dieses Kol Chamira gesagt. Avara Pesach. Man muss das Bestmögliche tun. Wir sind alle Menschen, wir sind keine Engel. Und wir können nicht mit den Augen scannen, überall wo es Chametz gibt. Überall, bis wo in deine Hand kommen kann, du durchsuchst. Du musst jetzt nicht die Lampen rausbringen und schauen, vielleicht hat sich dort Chametz versteckt. Ja. Ja. Was ist, wenn man ein Geschäft hat, wo man zum Beispiel Süßigkeiten und so verkauft? Sehr gut. Jedes Jahr kommt das Problem. Leute haben ein Geschäft und die verkaufen dort viele, viele Sachen und auch manchmal einige Süßigkeiten mit Chametz. Jetzt, wir verkaufen den ganzen Chametz. Du musst den ganzen Chametz nicht wegschmeißen. Wir verkaufen den Chametz an einem Goy, nicht Juden, und verstecken es irgendwo bei sich dort im Geschäft, Lager, macht man das Ganze zu. Und nach 8 Tagen kann man es wieder verkaufen. Du darfst nicht mit dem Chametz weiter handeln, weil du machst dich selbst damit irgendwie lustig. Hast du es verkauft oder hast du es nicht verkauft? Wie kannst du damit handeln, wenn es nicht mehr dir gehört? Verstehst? Deswegen, auch wenn du ein Geschäft hast, wo Chametz verkauft wird, eigentlich 8 Tage lang sollte man nicht arbeiten. Zu Chol HaMoed nur, wenn man einen großen Verlust hat. Und Chol HaMoed sind dieses Jahr 2 Tage. 3 Tage, ja. Ja? 3 Tage sind Chol HaMoed, also 3 Arbeitstage, nennen wir so. 2,5 Arbeitstage. Ja? Es ist Montag, also Dienstag, Mittwoch ist Yom Tov. Dann hast du
Donnerstag und Freitag einen halben Tag, sogar eineinhalb Tag. Und aus. Und dann am nächsten Tag ist wieder, dann ist wieder Sonntag, Montag, halber Tag und nachher Dienstag ist, Dienstag am Abend ist nachher fertig. Ja. Für diesen eineinhalb Tage macht zu und besonders dem Gott wird einen großen Segen jedem von uns geben. Ich weiß nicht, beispielsweise man hat eine Whisky- oder Alkoholflasche irgendwo versteckt, weiß nicht, vor Kindern oder so, nicht das Spiel. Man hat vergessen, es in den Schrank zu tun für Chametz, aber man sagt, Chamir, Chamir, nach Pesach darf man die... Wenn man den Chametz durchsucht hat, wenn man die Annullierung gesprochen hat und nach Pesach hat man gefunden, irgendwo noch in den Chametz, es ist nicht Chametz, man darf dieses Chametz essen, nach Pesach, ja? So, wir müssen weitermachen, Chaverim, wir kommen zum Montag. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, weil man hat es ja annulliert, oder? Ja. Und wenn wir es dann abfinden, müssten wir uns doch eigentlich wegschmeißen. Nein, 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 du hast es annulliert. Du hast es annulliert. Und wenn du es annulliert hast, wie kannst du es nach Pesach, zum Beispiel, ich habe jetzt mein Chametz annulliert. Ja? Nach Pesach, ich mache wieder den Chametz, ich gehe wieder in den Keller hinein oder dort, wo der Chametz befindet und hole es wieder raus, weil es wurde wieder verkauft. Wie? Ich habe es annulliert. Es wurde verkauft, es geht darum, dass es nicht wieder verkauft wurde, oder? Er hat es nicht dort gehabt. Sag mal, er hat es nicht verkauft. Okay? Er hat es nicht verkauft. Aber er hat diese Annullierung gesprochen. Genau. Er hat gesucht, nicht gefunden. Er hat diese Annullierung gesprochen. Wenn er diese Annullierung gesprochen hat, kann er von diesem Chametz genießen. Er hat durchsucht, er hat die Annullierung gesprochen, er hat es gefunden. Dieser Chametz war für ihn annulliert. Und ist noch immer für ihn annulliert. Und jetzt, wo er diesen Chametz aufhebt, gehört es wieder ihm. Nach Pesach, okay? So, jetzt kommen wir zum Montag. Montag, 22. April 2024. Der kommende Montag, Chaverim. Zeit vergeht schnell. Das nennt man Erev Pesach. Der ganze Tag heißt Erev Pesach. Und es gibt einen Minhag, einen Brauch, dass man an dem Tag nicht arbeiten darf. Bei manchen ist dieser Minhag ab Mittag. Bei manchen den ganzen Tag. Warum ist dieser Minhag? Zwei Gründe. Erster Grund, damit man sich vorbereiten kann. Viele Vorbereitungen. Leila Seder, viele Vorbereitungen. Zweitens, weil das war die Zeit vom Pesachopfer. Und jede Zeit vom Pesach, jede Zeit, wo es eine Opfergabe gibt, darf man nicht arbeiten. Okay? Dann, es gibt die Erstgeborenen, sollten eigentlich an dem Tag fasten. Aber weil es eine große Meinungsverschiedenheit gibt, ob man überhaupt fasten muss oder nicht, im Endeffekt hat man gesagt, weißt du was, es ist nicht so offensichtlich, dass man fasten muss, aber es ist ein Brauch. Und deswegen, diesen Brauch kann man annullieren, indem man eine Siyum HaSechet hört. Das heißt, man geht irgendwo, fast in jeder Synagoge wird es sein, dass man hört dort einen Abschnitt, wo man abschließt ein Traktat des Talmuds und Siyum HaSechet und dann gibt man dort was zum Essen und damit ist man nachher für den ganzen Tag vom Essen befreit. Eine Frage zum Fasten. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen davor. In der Agada steht da dieser Brief, den man lesen soll. Komme ich gleich dazu. Willkommen. Wann man liest. Habe ich vergessen. Dann am Montag spätestens, also bis 10 Uhr, darf man noch essen. Chametz. Man hat ja gestern am Abend, also am Sonntag am Abend, hat man schon durchsucht den ganzen Chametz. Was man gefunden hat, hat man auf eine Seite gelegt, in einem Sackerl irgendwo. Ach, wichtig. Normalerweise, das sehe ich jedes Jahr, diese 10 Chametzstücke, wir müssen es irgendwie einwickeln. Wo, in was einwickeln wir das ein? Staffieren. Oh, viele machen in Alufolie. Das Problem ist es, wir wollen es das Ganze ins Feuer schmeißen. Und wenn wir das ins Feuer schmeißen, Alufolie, das halte das Feuer auf. Es wird so wie Zwieback sein oder Toast. Und wir wollen kein Toast haben, wir wollen das verbrennen. Und deswegen müssen wir diesen ganzen Chametz in Papier oder Frischhaltefolie irgendwie, aber nicht in Alufolie. So, also bis 10 vom übrig gebliebenen Chametz kann man noch essen. Bis 11.30 Uhr spätestens, das Ganze spätestens, man kann schon in der Früh schon alles fertig, schon um Israel. Bis spätestens 11.30 Uhr darf man den Chametz verbrennen, verkaufen etc. Ja? Wichtig ist beim Verbrennen, Chametz ist nicht nur das Gesäuerte, das wir kennen,
sondern auch den Chametz in unserem Herzen. Wenn du stehst vor der Flamme, wo es brennt, und du wirfst hinein die letzten Chametzstücke, die du noch hast, auch denken mit den Gedanken, ich werde meinen ganzen Yetzerara, alle meine schlechten Eigenschaften, Angewohnheiten, Bezrat Hashem, ab diesem Pesach, ich bin ein neuer Mensch, ich schmeiße alles ins Feuer. Aufpassen, da muss man, nachdem der Chametz verbrannt ist, muss man noch einmal eine Annullierung sprechen. Die ist ein bisschen anders. Am Abend sprechen wir Kol Chamira di Kabirshut, jede Chametz, es steht auf Aramäisch, aber man sollte es sprechen auf der Sprache, die man versteht. Sprich es dreimal auf Aramäisch, wie es in der Agada steht, und einmal auf Deutsch. Also da in dieser wunderschönen Agada, kennst du diese Agada? Ja. 3D, schöne Agada. Da steht geschrieben, also auf Hebräisch, Kol Chamira di Kabirshuti, de lo chazite und de lo bert, was ich nicht gesehen habe und was ich nicht weggeschaffen habe, soll dem Staube der Erde gleich betrachtet werden, in der Nacht. Dann aber, in der nächsten Seite, in der Früh, da lesen wir wieder, das verbrennt sich schon, weil ich hier bin, Chabal Azman, Chevre, Chabal Azman, das ist zum Staunen. Das war noch vor der Zeit von ChatGPT, das ist alles, Shtabach Shemula. Ja, also, Kol Chamira di Kabirshuti, jede Chametz, der sich in meinem Besitz befindet, was ich gesehen habe, und was ich nicht gesehen habe. Gestern haben wir gesagt, was ich nicht gesehen habe. Jetzt auch, was ich gesehen habe. Was ich nicht gesehen habe. Alles den Staube ähnlich sein. Dreimal sagt man das. Und dann ist das Ganze annulliert. Dann, der Brief von Rabbi Shimshon Mostropoli. Das ist etwas, was man eigentlich... Die jüdische Atomwaffe... Das ist etwas, was ein Wahnsinn, und zwar Rabbi Shimshon Mostropoli, er hat gelebt damals in der heutigen Ukraine, im Mach Sheman Veshem Zichram, er hat dort gelebt, und die Kosaken dort, die haben viele Pogrome gemacht, und er in der Synagoge mit seiner ganzen Gemeinde, die sind gekommen und haben dort getötet, Gott soll, Hashem bekommt davon. Er war ein sehr großer Kabbalist, und er hat genommen einen Abschnitt vom Arizal, von dem Heiligen Ari, hat genommen einen kleinen Abschnitt, der über die 10 Plagen spricht. Und er hat erklärt, das, was der Arizal mit seinen Wörtern verborgen hat, ja, in diesem, es sind ein paar Sätze, paar Zeilen von Arizal, sind da zwei Seiten, die er erklärt hat, und uns die Augen aufgemacht hat, welche großen Geheimnisse und wie wertvoll allein das Aussprechen von den 10 Plagen, wie groß das ist. In einem Wort, wir werden bei Bezrat Hashem diesen Shabbat, werden wir vor Mincha, werden wir das Ganze gemeinsam lernen, in der Fazata Torah. Und auch bei Bezrat Hashem am Montag selbst, auch wenn wir auch noch eine Gruppe machen, wo wir das Ganze lernen werden. Es gibt auch auf YouTube, gibt es die Sgula für Erev Pesach, wo ich das Ganze auch auf Deutsch erkläre. Auf einem Wort, kurz gesagt, dieser Brief, er sagt das. Wenn man, es gibt im Himmel, gibt es 3280 Engel, die dafür erschaffen worden sind, um die Bösewichte zu bestrafen. Und 3280, das ist genau die Buchstabenanzahl von allen 10 Plagen, wenn man sie zählt, wie der Arizal sie auch dort geschrieben hat. Und es gibt bestimmte Engel, die über diese Engel sind, auch deren Namen ist verborgen in den Namen von den Tanaim, die in der Agada drinnen sind. Sie sind verborgen in den 10 Plagen. In den Abkürzungen Datsach Adash Be'achav sind auch verborgen heilige Namen, die man nicht aussprechen darf. Also es sind da Buchstaben, die man nicht aussprechen darf, weil es sind Namen von diesen bestimmten Engeln, und die wollen wir nicht sehen. Und da, wenn du da das Ganze aussprichst, ja, dann, wir haben ja auch unser Brauch ist es bei der Agada, dass wir, wenn wir kommen zu den 10 Plagen, wir nehmen den Weinbecher in die Hand und schütten weg. Ja?
Dam, Zwardea, Kenim, Arov, da, da, da. Und nachher auch die Abkürzungen. Da sagt Adashbeacha. Und eigentlich, was da ist, eigentlich in diesen 10 Plagen, da sind alle Krankheiten und jedes Leid und jede Katastrophe, die es je auf der Welt gab, gibt oder geben wird, sind in diesen 10 Plagen verborgen. Was brauchen wir bei Katastrophen? Was brauchen wir Leid und Krankheiten? Sondern in den Krankheiten, in dem Leid, in den Katastrophen, dort ist auch verborgen deren Heilung. So wie Antibiotikum, ja? Du nimmst von der Krankheit selbst etwas und da nicht Antibiotikum, oder? Von, oh ja. Oh ja. Ärzte? Heilung? Ja. Frau Doktor, ja. Jede Heilung, du nimmst Antibiotikum, du nimmst eine Tablette, Antibiotikum von demselben eigentlich Gift sozusagen und dieses Gift heilt dich. Das sind Impfungen eigentlich. Die Impfungen, nicht Antibiotika. So bei den Impfungen, das heißt in den 10 Plagen, das sind alle Krankheiten, jedes Leid, aber auch dort ist jede Heilung verborgen. Das heißt, er verspricht, Rabbi Shimon Ostropoli, wenn jemand diesen Brief einmal im Jahr sogar liest und versteht, besonders am Erev Pesach, also dieses Jahr am Montag, er wird von jedem Leid befreit. Er wird nicht frühzeitig sterben. Alle seine Feinde fallen vor ihm nieder. Und er wird über alle hoch erhoben. Sehr empfohlenswert, das zu lesen. Jetzt nicht nur Erev Pesach, ein Geheimnis. Wenn irgendjemand in irgendeiner Notsituation ist, in irgendeiner schwierigen Lage ist und du bist jetzt... Lies das. Alles ist gut, Tehillim ist gut, Gebet, alles ist super gut, aber das ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Waffen, das ist Atom. Was sehr, sehr stark ist. Und ich persönlich habe auch sehr oft viele Sachen gesehen durch dieses Lesen. Muss man das verstehen? Man sollte es verstehen. Deswegen habe ich auf YouTube diesen einen Schul gemacht, wo ich langsam alles erklärt habe. Ist nicht so schwer zu verstehen. Ja. Wenn man mit dem Wein macht, wir kommen noch zu dem, aber ich sage das schon jetzt, wir haben während der Agada, beim zweiten Becher, nur der Hausherr, derjenige, der den Leila Seder führt, er nimmt den Becher in die Hand und dann zwar der alle 10 Plagen gibt er, schüttet er das, Aschkenasen macht es mit den Fingern, ja, Sfaradim machen es mit der Hand. Warum? Sfaradim haben ein bisschen Angst von diesen Sachen, darum sie greifen es nicht mal an. Wichtig ist, am Ende, was übrig geblieben, was wir weggeschüttet haben, in diese eine kleine Schüssel, auf gar keinen Fall, das muss unbedingt ins WC oder irgendwo weggeschmissen werden und gut nachher abgewischen werden. Weil dort ist jetzt, in dieser eine Schüssel, ist eigentlich dein ganzes Leid, was auf dich kommen sollte über das kommende Jahr, ist jetzt in dieser Schüssel und du schmeißt es weg. Bezrat Hashem, Gott soll das bis, ihr wisst wohin kommen. So, weiter. Noch am Montag, wir sind noch am Montag. Vorbereitungen für die Männer, eine Mitzwa zu gehen in die Mikwe. In die Mikwe zu gehen, Rosh Hashanah, Seite 16. Chayav Adam le Tayerat Zmo Baregel. Gut ist zu gehen in die Mikwe, wenn man nicht in die Mikwe gehen kann. Keine Mikwe da oder... Man kann unter der Dusche ein paar Minuten stehen, bis 12 Liter über dich runtergekommen sind. Ein paar Minuten unter der Dusche, auch das ist in Ordnung. Wenn auch das nicht geht, du bist irgendwo, wo es nicht geht, dann kannst du nehmen eine Netilat Yadayim und 40 Mal die Hände waschen. 40 Mal die Hände waschen, Ben Ischai sagt, auch das ist, als ob du in der Mikwe warst. So, dann die Vorbereitungen, die wir machen. Jeder von uns sollte 4 Becher Wein trinken. Wein sollte unbedingt rot sein. Laut den Sfaradim, auch wenn der Weißwein besser und teurer ist, sollte es ein roter Wein sein. Bei den Aschkenazim auch die bevorzugen einen roten Wein. Nur wenn du hast einen wertvolleren Wein, der weiß ist, dann nimm einen weißen Wein. Zu Pesach sollte man versuchen, einen guten roten Wein zu nehmen. Es gibt viele gute rote Weine. Jetzt, wenn jemand, er kann das nicht trinken, er hat hohen oder niedrigen Blutdruck, ich weiß nicht jetzt mit dem Wein, was da los ist, ja. Und er will jetzt statt Wein, er will
trockenen Wein, er will einen süßen Wein nehmen. Ist erlaubt, soll einen süßen Wein nehmen. Er kann auch das nicht. Mit Alkohol ist mit ihm schwindelig und er kann nicht. Kannst du auch Traubensaft nehmen. Aber aufgepasst, all das, was ich gesagt habe, trockener Wein, süßer Wein, halbsüß, Rosé, Posé, Traubensaft, all das muss koscher sein. Was ist koscher? Dass man darauf auch More Priagefen segnen kann. Denn es muss mindestens 51% Traubensaft in sich haben, sei es bei dem Wein oder bei dem Traubensaft, mindestens 51%. Es gibt viele, die verkauft werden, Caprizone, ja, oder viele verschiedene, die sind nicht koscher, ja, in Essig, aber auch, die haben, das ist Sirup, das ist kein Wein und kein Traubensaft. Also es soll mindestens 51% Wein sein, koscherer Wein kann man, Baruch Hashem, in allen koscheren Läden kaufen. Wie viel Wein sollte man haben? Dann man sollte genug Wein haben, dass jeder mindestens vier Becher müssen wir trinken. Vier Becher haben wir zwei Nächte, nicht vergessen. Wir sind außerhalb von Israel, zwei Nächte haben wir. Vier Becher mal, der Becher muss mindestens haben 81 Milliliter, laut Rav Ovadia Yosef. Manche nehmen 86, Chazonisch 150 Milliliter. Je nachdem, wie viel du willst, nimm. Aber mindestens sollte es 81 Milliliter sein, ein Becher. Wenn du hast einen kleineren Becher, Schnaps, ja, diese kleine, was man nimmt, die sind 50, 60 vielleicht. Mit dem, auch wenn du zweimal hintereinander trinkst, hast du die Mitzwa nicht erfüllt. Dann kann ich vielleicht sowas Großes nehmen, das ist wie viel? 300 oder 500 Milliliter? Am besten auch allen Meinungen. Ja? Das Problem ist es, man sollte den ganz bestmöglich den ganzen Becher trinken oder die Mehrheit des Bechers trinken. Jetzt, bei sowas viermal die Mehrheit des Bechers oder den ganzen Becher, nach zwei Bechern, du bist schon kaum. Ja? Deswegen sollte man schauen, dass man nimmt normale kleine Becher, 100 Milliliter, 80 Milliliter, 81 Milliliter, so dass man es kommt. Jeder sollte das trinken. Den Kindern gibt man Traubensaft, den Erwachsenen, je nachdem, was man lieber. Zum Beispiel heute Kraftkoschen, bitte? Schon heute die Kraftkoschen. Geht, Traubensaft geht auch, ja. Dann, noch von der Vorbereitung, das heißt, genug Weinflaschen zu Hause haben, genug Gläser haben. Dann haben wir die Matzot. Die Matzot. Wie viele Matzot muss jeder essen? Und welche Matzot muss jeder essen? In dieser Nacht sollte jeder die Handarbeit Matzot nehmen. Handarbeit Matzot, Matzah, Shmura, Mishat, Zerah, Avodat, ja. Weil das muss Lishma gemacht werden. Okay, wie viel muss man da nehmen? Okay, man wartet, bis man bekommt, geschenkt diese drei Matzot. Das für 20 Leute, drei Matzot, machst du nichts damit. Man muss nehmen für pro Person zwischen 4 und 5 Kazait. Wie viel ist ein Kazait? Ein Kazait ist 27 Gramm. Das heißt, zwischen 4 und 5 mal 27 Gramm, das ist das Ideale pro Person. Du musst berechnen, wie viele Personen sind wir. So viele Matzot sollte man kaufen. Und da schon am Montag, deswegen, wir sind doch am Montag, ja? Am Erev Pesach. Nimm diese Matzot. Von wo willst du jetzt wissen, wie viel sind 27 Gramm? Vielleicht sind es 60, 50, 70. Nimm die Matzot. Es gibt kleine digitale Waagen. Man verwendet das für Gold und andere Sachen, ja? Diese kleine digitale Waage, die man hat, du nimmst die Matzot, du brichst auf diese Waage, brichst 27 Gramm, mach 30 Gramm, ja, da geht auch. Ja? Und machst es in kleine Sackerl. Sandwich-Sackerl, kennst du das? Du bereitest vor, wie viele Personen du hast, du bereitest, legst in einem Karton, schon alles vorbereitet. Das heißt, jeder weiß schon, wie viel ich essen muss. Nicht, dass du jetzt am Yom, eigentlich wäre laut Halacha erlaubt, am Yom Tov mit einer mechanischen Waage zu wiegen. Mechanisch ist nicht immer genau bei diesen Gramm, 27 Gramm. Nimm diese digitale Waage, die sind gut, kannst kaufen in Amazon 99. Loyakar. Und mit dem kannst du das machen, tak, 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 bereitest vor, genug Matzot. Dann genug Maror. Maror, was nehmen wir zu Maror? Es ist so, dass es gibt verschiedene Bräuche. Also laut Halacha, oder wir kommen nachher zu dem Maror. Noch hin. Warte kurz.
noch eine Sache, dass ich das nicht vergesse, wenn wir noch bei der Matzah sind. Bei Matzah, am Erev Pesach, das heißt am Montag, darf man keine Matzah essen. Das heißt, wir dürfen schon ab 10 Uhr kein Chametz essen und auch keine Matzah essen. Der Talmud sagt, Kol ha'ochel chametz be'erev Pesach keboel arusato bebet chamiv. Jeder, der Matzah am Erev Pesach isst, ist so, als ob er mit seiner Verlobte schon vor der Hochzeit zusammen war. Weil bei der Verlobte brauchst du 7 Brachot, bis du mit zusammen sein kannst. Schema Brachot. Und auch bei der Matzah, wenn du zählst die Brachot, bis du kommst zum Matzah, sind das 7 Brachot. So, dann, den Maror muss man vorbereiten. Maror, wir nehmen, warte, wie heißt das auf Deutsch? Kochsalat. Lattich, Kochsalat, aber ich habe heute übersetzt von der Gemara. Lattich, du meinst Lattich? Ja. Gemara sagt Chassa, Schweizer Lattich, ich habe heute in Wikipedia genau gesehen. Kochsalat, das ist das, was wir nehmen, ja? Oder Meerrettich, wie ist Meerrettich, hat er mir den? Ja. Was ist das? Kren ist das, Kren. So hat man das übersetzt. Mimose, Hindewa, Bitterkraut. Das sind die fünf Arten von Maror. Die Sfaradim nehmen Kochsalat. Den langen Kochsalat ist ein bisschen bitter. Und die Ashkenazim nehmen Creme. Das ist ein bisschen scharf, sehr, sehr scharf manchmal. Und man muss aufpassen, dass der Maror, also der Salat, der Kochsalat, es darf nicht eingelegt sein. Das heißt, du darfst es nicht zu lange im Wasser haben. Aber du musst sehr darauf achten, dass keine Würmer und Kriechtiere auf diesem Maror, das muss sehr, sehr gut reinigen. Wie man das macht, gibt es extra Schuhe, aber auf einem Bein, wir legen das paar Minuten in. Paar Minuten, ist nicht eingelegt. Wir legen das in, mit Brill, mit Seife, Wasser, legen wir das rein. Nehmen das nachher raus, nach ein paar Minuten, waschen es gut ab, schauen jedes einzelne Blatt beim Licht, ob es sauber ist, und dann können wir das verwenden. Danach, damit es nicht abtrocknet, man kann es in einen feuchtes Tuch drauflegen, aber auf gar keinen Fall es im Wasser einlegen lassen. Dann müssen wir vorbereiten Maror, dann Karpas. Karpas ist Sellerie. Wir nehmen Sellerie, Sfaradim, das ist der Karpas. Ashkenaz, laut Allah, kann man nehmen jede Art von Gemüse. Ja? Kartoffel, irgendwas anderes. Wir nehmen Sellerie, das ist das, auch das muss man, Stangensellerie. Muss man gut abwaschen. Kaschern, dass dort keine Würmer sind, dann ist es erlaubt. Wichtig ist, sich zu rasieren und die Haare zu schneiden, weil dann ab Pesach 34 Tage gibt es kein Haarschneiden und kein Rasieren. Ah, Kvod Rav, Lichvod Shabbat, Shalom Bayit, lassen wir das Ganze, rasier dich jetzt vor, also am Montag, bis Mittag hast du Zeit, dich zu rasieren und die Haare zu schneiden. Dann die Wäsche. 8 Tage lang wird nicht Wäsche gewaschen. Ganze Chol HaMoed wird nicht Wäsche gewaschen. Deswegen jetzt alle Wäsche bis Montag das Ganze tun. Dann genug Müllsäcke. Die muss man trennen. Die sind manchmal zusammen. Muss man genug, weil wir haben 2 Tage lang für beide Tage schon genug Müllsäcke vorbereiten. Die Kerzen. Das ist die Aufgabe der Männer, für die Frauen, die Kerzenvorbereitung vorbereiten für beide Tage. Für Montag am Abend und für Dienstag am Abend. Ja, dann, wichtigster Punkt, aufgepasst, viele wissen das nicht. Am Montag am Abend, Leila Seder, diese Nacht, das ist die Nacht, die heiligste Nacht, die es gibt. Das ist die heilige Nacht. Es ist etwas, was unvorstellbar ist, wie heilig diese Nacht ist. Und da, wie der Chida sagt, es gibt 4 Gebete, auf die man besonders im Jahr, 4 Gebete im Jahr, auf die man besonders Acht geben muss, weil da man ist
in einem bestimmten Niveau, wo man im ganzen Jahr nicht sein kann. Eins davon, das ist Montag am Abend, Lel Pesach, Arvit von Lel Pesach, Montag am Abend, Arvit, wenn wir beten. Zweitens, das ist zu Shavuot, der Musaf von Shavuot, wo wir die ganze Nacht durch waren und nachher den Musaf beten, das ist das zweite Gebet. Dann haben wir Neila von Yom Kippur, wir haben vorbereitet 40 Tage, und Purim. Das sind die vier höchste Gebete, die es gibt, und da muss man aufpassen. Nach dem Gebet sprechen wir den Hallel. Einzige Nacht, wo wir Hallel sprechen, mit Bracha. Und da, wo wir sprechen Hallel mit Bracha, wir müssen befreien den Hallel in der Agada. Okay? Und auch das sind die Frauen verpflichtet. Das heißt, da in dieser Nacht müssen auch die Frauen Arvit beten und müssen den Hallel sagen. Rav Ovadia Yosef, er hat jedes Jahr, er hat gewartet. Alle Frauen haben gebetet, ja, und dann hat er begonnen sein Leila Seder. Deswegen, die Frauen schon vorzeitig, wo die Männer in der Synagoge sind, auch in dieser Zeit, ihr müsst nicht in die Synagoge kommen, aber zu Hause unbedingt Arvit beten und den Hallel mit Bracha sagen. Ja, unbedingt. So, dann Montag, Kerzen anzünden für die Frauen. Früheste Zeit ist Plaga Mincha. Plaga Mincha hier in Wien, 1843, spätestens 19.30 Uhr dieses Jahr. Das ist die Zeit, wo am Montag die Kerzen angezündet werden. Aufgepasst, am Tag darauf, am zweiten Yom Tov, normalerweise am Freitagabend, also Schabbat-Eingang, Yom Tov-Eingang, wir zünden immer die Kerzen vor Sonnenuntergang ein. Ja, ja, Tosefet Schabbat. Aber beim zweiten Yom Tov, den zweiten Yom Tov, den halten wir nur wegen dem Safek, wegen dem Zweifel. Wir müssen ihn einhalten. Und deswegen, da die Kerzen dürfen nicht frühzeitig angezündet werden, weil wir sind noch im ersten Yom Tov, sondern die müssen erst nach Sternenauszug, erst nach, so wie Schabbat-Ausgang. Das heißt, am zweiten Tag müssen wir frühestens um 8:30 die Kerzen anzünden. Wir müssen nicht am zweiten Tag warten, bis die Kerzen angezündet worden sind und erst dann mit dem Leila Seder beginnen. Wir können den Leila Seder beginnen. Leila Seder beginnen, schon beginnen, alles ganz normal. Nur wenn die Zeit nachher kommt, kurze Pause, die Frauen gehen die Kerzen anzünden und kommen wieder zurück. Okay? So, man sollte versuchen, den Leila Seder nicht vor Sternenauszug zu beginnen. Sternenauszug habe ich ja nicht geschrieben. Das heißt, heute ist Schkia ist um 20 Uhr plus minus. 20.20 Uhr. Ja, das heißt, frühestens, also man sollte mit 20.20 Uhr sollte man mit Leila Seder beginnen. Ist doch irgendwie machbar. Ja. Dann, okay, was ist in dieser Nacht los? Birkei Rabbi Eliezer, wo ich, Zohar HaKadosh schreibt, dass im Himmel die Nacht von Leila Seder, sie leuchtet so wie in August, so wie in Tammuz. So stark leuchtet diese Nacht, es ist Licht so wie am Tag. Birkei Rabbi Eliezer schreibt, dass alle Tore des Segens werden in dieser Nacht geöffnet. In dieser Nacht, Avraham Avinu, er hat gekämpft gegen die vier Könige. Es wird geschrieben, Vaychalek Alehem Alayla. Und er hat die Nacht geteilt. Was geteilt? Gott hat gesagt, ich mache dir jetzt Hälfte Wunder da. Ein halbes Wunder. Nicht ein ganzes Wunder. Ein halbes Wunder und du wirst vier Könige wirst du kaputt machen. Wie hat er diese kaputt gemacht, wisst ihr noch? Die sind gekommen mit Drohnen, mit Raketen. Abraham, was hat er genommen? Sand und auf sie geschmissen. Mit Sand hat er gegen sie gekämpft. Was hat er schon gemacht? Halbes Wunder hat er gemacht und Abraham Avinu hat in der ersten Hälfte der Nacht er hat diese vier Könige besiegt. Aber Hashem sagt, es gibt noch eine zweite Hälfte. In dieser zweiten Hälfte, er hat in der zweiten Hälfte gemacht, nur in der ersten Hälfte. Diese zweite Hälfte, ich werde diese zweite Hälfte aufbewahren für jedes Jahr ab dem Auszug aus Ägypten. Für jedes Jahr, ich werde bereit sein, um Wunder
zu zerstreuen auf mein Volk Am Israel. Jedes Jahr ab dem Auszug aus Ägypten. Deswegen heißt das Leil Shimurim Mul Hashem, die aufbewahrte Nacht. Aufbewahrte Nacht, deswegen, manche machen gar nicht die Tür zu. Mitten in der Agada, wir kommen zu Shvoch Amatchai Lagoim. Du musst die Tür aufmachen und nicht schreien, aber sagen. Shvoch Amatchai Lagoim, übersetzt auf Deutsch, Asher Lo Yadocha, die Goim, die dich nicht kennen. Die Goim, die gegen uns versuchen zu kämpfen. Was sagen wir da? Wir sagen nicht, Mach Sheman Bezichram, sondern wir sagen, wo ist es? Shvoch Amotcha El Agoyim Asher Lo Yedaucha Vasher Beshimcha Lo Karau. Schütte deinen Groll, ja, auf die Völker, die dich nicht kennen und die gegen deine Kinder sind. Das heißt, all die gegen uns kämpfen, all die gegen uns, und nicht nur kämpfen, dass sie auf uns Raketen schießen oder nicht nur das. Es gibt manche, die auch auf eine andere Art und Weise gegen uns kämpfen. Hashem, wir haben keine Kraft. Wir haben keine Kraft, gegen keine von denen zu kämpfen. Mach du für uns die Arbeit. Dasselbe war auch, steht geschrieben, auch wenn es gibt schon ein Urteil im Himmel, mit einem Schwur, was ist Schwur? Gott schwört irgendetwas und sagt, ich schwöre, ich werde dies und jenes machen. Leila Seder, wenn es etwas Schlechtes ist für uns, kannst du es verändern. Gott sagt, ich bin in dieser Nacht, ich bin für euch da. Deswegen wir sagen, El, oder Chaimach sagt, wir sagen im Gedusch, El Moziam im Mitzrayim. Gott, der sie aus Ägypten rausbringt. Was er rausbringt? Jetzt. Präsenz, nicht Vergangenheit. Er hat uns ja damals rausgebracht. Jedes Jahr, Gott bringt uns aus Mitzrayim raus. Dann, Yitzhak wollte Esav segnen. Wann war das? Zu Leil HaSeder. Yitzhak sagt zu Esav, komm, das ist die Nacht von den Brachot. Komm und ich werde dich segnen. Esav, was hat er gemacht? Ist gegangen, Jakob ist gekommen, statt ihm die Brachot genommen. Esav kommt zurück, sagt der Papa, segne mich. Sagt, es geht nicht. Wieso geht es nicht? Was, nur einen Segen hast du? Leil HaSeder, ich habe schon den Afikoman gegessen. Nach Afikoman, du kannst mir nichts mehr bringen. Ich kann dich nicht mehr segnen. Das war zu Leil HaSeder. Dann, Jakob Avinu, als er geschlafen hat und Gott sich offenbart hat zu Jakob Avinu und gesagt hat, ich werde dir das ganze Land geben. Deinen Kindern, dein Nachkommen wird das ganze Land erben. Wann war das? Das war zu Leil HaSeder. Balaila ahuna dedash natamelech. Purim war vor einem Monat. Ja, Achashverosh kann in dieser Nacht nicht schlafen. Wann war das? Balaila ahu, das war diese Nacht. Von Leil HaSeder. Oiwei. Chizkiyahu mit Sancherib. Diese Geschichte haben wir schon tausendmal erzählt. Ja? Chizkiyahu, König von Jerusalem, Nachkommen von David Melech. Ist gekommen Sancherib. Sancherib, Mach Shemo Bezichro. Sichatorib, das war sein Name. Er war streitsüchtig. Er hat die ganze Welt erobert. Die ganze Welt war in seiner Hand. Und kleine Stadt Jerusalem, nicht von heute Jerusalem. Die Altstadt, das ist was ganz Kleines. Erster Bezirk Ring. Und er kommt mit seinen Truppen und sagt, okay, ich mache da. Er sagt, was, das ist Jerusalem? Wenn meine Soldaten nur spucken hinein, die werden alle unter Wasser, werden sie dort ertrinken. Doch, wir machen morgen weiter. Chizkiyahu Melech, er sagt, Hashem, ich habe keine Kraft, so wie mein Urgroßvater, David HaMelech, zu kämpfen. Ich habe keine Kraft, zu beten. Ich habe keine Kraft, rauszugehen. Ich gehe schlafen, mach nur für mich die Arbeit. Wer kann sowas wagen, so etwas zu sagen? Hashem, ich gehe schlafen, du machst für mich die Arbeit. Aber Leil HaSeder, jeder von uns kann so etwas wagen. Leil HaSeder, das ist die heilige Nacht. Jeder hat diese Kraft, diese Macht, alles zu verändern. Stellt sich die Frage, Aprishab fragt die Frage, wenn es so ist, warum sagen wir nicht Allah Nisim, so wie zu Purim, so wie zu Chanukka? Seine Antwort, wenn wir Allah Nisim gesagt hätten, so hätte es nur verringert die Heiligkeit von diesem Tag.
Ah, Kabuta, das ist so wie Purim, so wie Chanukka. Das ist so hochwertig, wir sagen keine Alenisim. Jetzt, Zohar HaKadosh, Schmot, Seite 40, steht geschrieben, dass in dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht, HaKadosh Baruch Hu, normalerweise im Himmel, die Engel, die loben immer Gott, sprechen Gesang an Gott. Die Engel, die Tzadikim, Hashem sagt, in dieser Nacht, ich will niemanden von euch hören. Alle schweigen. Still, diese Nacht ist still. Stille Nacht, heilige Nacht. Und jetzt, in dieser Nacht, ich will, wir alle zusammen, allein die jetzt vorstellen, Hashem sagt, alle Tzadikim in Gan Eden, alle Engel, mit der Kadosh, mit Gott, er sagt, kommt, gehen wir gemeinsam zu den Tischen von meinen Kindern, überall, wo Leila Seder gemacht wird, und hören wir, wie sie über die Erlösung erzählen und wie sie Freude dabei haben. Das heißt, HaKadosh Baruch Hu kommt zu dir nach Hause, zu jedem von uns kommt er nach Hause, zu unserem Tisch von Leila Seder, mit allen Tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Baba Sali, Araubad, alle Tzadikim von Gan Eden, alle Engel, die sind bei dir auf deinem Tisch. Darum beginnen wir die Agada. Wie beginnt die Agada? He lachma aniya diachlo abatana. Das ist das Brot der Armut, das unsere Vorfahren in Ägypten gegessen haben. Warum ist es auf Aramäisch? Beginn auf Hebräisch, was Aramäisch? He lachma aniya. Sondern Aramäisch. Zwei Gründe. Erster Grund, das war die damalige Sprache, die gesprochen wurde, Aramäisch. Damit es alle verstehen. Zweiter Grund. Es wird erzählt im Talmud Shabbat, Seite 12, dort wird erzählt über Rabbi Eliezer. Er ist gekommen, um einen Kranken zu besuchen. Und er hat für diesen Kranken gebetet auf Aramäisch. Rachamana yad kirnach lishlam. Gott soll dich heilen. Man sagt ihm, hey Rebbe, wir haben ja eine Lehre gehabt von Rabbi Judah, das sagt, wünsch deine Wünsche nicht auf Aramäisch, weil die Engel verstehen kein Aramäisch. Und sie werden dein Gebet nicht weiterbringen an Gott. Sagt Rabbi Eliezer, er war bei Krankenbesuch. Er sagt, er ist jetzt beim Besuch von einem Kranken. Und über den Kopf von dem Kranken, dort ist Hashem. Schina. Deswegen, man darf sich nicht hinsetzen am Kopf des Bettes, weil dort ist die Schina. Und nicht, wo die Füße des Bettes sind, weil dort ist der Todesengel, wenn du gehst, Kranke besuchen. Er sagt, ich bin da, ich muss jetzt nicht jemanden, der mir hilft, die Gebete zu erhöhen. Hashem ist adeno al eres devai, Hashem ist jetzt da, über den Kopf von den Kranken. Deswegen kann ich erwähne nicht seinen Namen, ich sage, bitte Gott, heile ihm. Jetzt, weil die Engel nicht Aramäisch kennen. Und jetzt, wir beginnen absichtlich damit Aramäisch, Helachmania, um uns einmal zu zeigen und symbolisch zu zeigen, wir brauchen nicht die Kraft der Engel jetzt. Die sind alle jetzt hier unten. Wir reden jetzt direkt mit Gott per Du. Papa, gib mir, Hashem, gib mir. Noch zwei kleine Hinweise und Geheimnisse. Es gibt zwei wertvolle Plätze bei der Agada. Ich wollte heute eigentlich nur die Agada machen, bis jetzt war nur die Einleitung. So. Aber über die Agedade kam, da kann man wirklich jahrelang reden. Wenn wir kommen zu Manishtana, alle kennen das, ja? Manishtana, was steht davor? Ja? Man schenkt den zweiten Becher mit Wein und lässt das Kind fragen. Bekan Shoela Ben, man lässt das Kind fragen. Das heißt, normalerweise das beginnt, das Kind zu sprechen. Aber da, bevor wir damit beginnen, man schenkt den zweiten Becher ein und da das Kind, das sind wir Vorstellungen, frage Hashem, was du willst. Ich mache bei mir zu Hause immer eine kurze Pause und lässt das Kind fragen, so Hashem, wir bitten dich jetzt. Und jeder in sich bittet, was er braucht. Bitte Hashem, gib mir das, hilf mir da, hilf mir jenes, Sivug, Yeladim, Parnasa, jede Sache, die du wünschst, da, man lässt das Kind fragen. Frage da. Das ist Punkt Nummer 1. Nicht vergessen, schreibt euch das auf. Zu Leila Seder, wenn man kommt zu Manishtana, vor Manishtana,
danach ist schon Zug abgefahren. Ja. Zweiter Platz ist, wo wir kommen zu, bei, das, damit ihr das wisst, das ist hier auf Seite 28, bei dieser wunderschönen Agada. Seite 28, ja, es ist wirklich schön. Weiter. Und dann kommen wir auf Seite 41, Seite 41, wenn ihr die Sage da habt, ja, Seite 41, da steht geschrieben, Vanitzak el Hashem Elokea Motenu. Ja, da schrien wir zum Ewigen, dem Gott, unserer Väter. Und der Ewige hörte unsere Stimme, da schrien wir zum Ewigen, dem Gott, unserer Väter. Aufpassen, stopp. Da muss man eine kurze Pause machen. Und auch wir schreien jetzt, Hashem, bitte, erlöse uns. Hashem, wir schreien auch jetzt zu dir. Bitte gib mir das und das. Alles, was du willst. Jetzt, er ist jetzt vor dir am Tisch. Da eine kurze Pause machen und auch da all deine Wünsche wünschen. Aufgepasst, auch wenn das vorbei ist, Zug ist weggefahren. Aufgepasst, da eine kurze Pause machen und all diese Bitten bitten. Gilt das für beide Nächte oder nur für die erste? Beide. Doppelt und besser. So, dann. Wichtig ist, die Keara, die wir haben, die Schüssel, die, nicht Schüssel, die Stella. Das Stella, ja. Dort gibt es laut der Kabbalah auch die Richtung und all das, was man überall hinlegt. Und zwar, wir haben oben die drei vollständigen Matzot, drei runde Matzot. Dann haben wir, was war da? Auf der rechten Seite oben haben wir die Zroa, das heißt ein gegrilltes Fleisch, am besten von einem Schaf oder irgendwas, ja. Dann auf der linken Seite oben haben wir ein hart gekochtes Ei. Auf der rechten Seite unten haben wir eine Charoset. Auf der linken Seite unten haben wir den Karpas, also Sellerie. Dann in der Mitte haben wir den Maror. Und unten haben wir Chazeret. Was ist Maror, was ist Chazeret? Viele täuschen sich. Eigentlich Chazeret ist eine von den fünf Arten von Maror. Das ist dieser Salat, was wir gesagt haben. Rettich, ja? Rettich. Ja, okay. Kochsalat, Römersalat, Kochsalat, das ist das, was wir nehmen. Aber für den Maror oben, für die Keara, da nehmen wir, das ist der laut der Kabbalah, wenn man, dass man nimmt Ulshin. Ulshin, das nennt man auf Jiddisch Trontundak. Ja? Weißt du, was Trontundak ist? Das schaut aus so wie Rucola, ist nicht Rucola, ist ein bisschen bitterer wie Rucola. Hier in Wien gibt es nicht. So wie Gat angeblich, es ist verboten hier, hat mir gestern jemand gesagt, es ist verboten hier sowas zu züchten. Leute, man kann sein, das macht vielleicht ein bisschen. Top, es ist zu scharf vielleicht. Leute, scharf ist es nicht, aber es schmeckt gut. So, wichtig ist, die Keara muss die ganze Nacht bleiben, so wie es ist. Dieser Teller mit all den Sachen so bleiben, wie es ist. In dieser Nacht, aufgepasst, liebe Frauen, in dieser Nacht, auch Männer lieben es, ja, man darf kein gegrilltes Fleisch essen oder vorbereiten oder machen. Kein Grill, kein Jizbis darf man nicht, weil es sieht so aus, als ob wir jetzt das Pessach-Opfer essen. Aber man darf schon einen Grill machen, ja, mit viel Sauce, dass es ein bisschen saftig ist, ohne alleine nur das Fleisch. Ja, auch wenn du es nur bratest, braten, grillen, all das, wenn es nur das Fleisch ist, ist nicht gut, weil es schaut so aus, als ob du es von dem Pessachopfer isst. Gut ist es, wenn es möglich ist, dass Satar, so wie Thymian, ein bisschen auf den Tisch hinlegen mit Salz und jeden Schritt, derjenige, der den Leila Seder führt, jeden Schritt erklären und zeigen. Ja, erklären, wie wir das machen und zeigen, wie wir das machen. Bei den vier Becher Wein, die wir trinken, plus bei den Matzot, plus beim Korech, werden wir gleich kommen, müssen wir uns anlehnen auf die linke Seite. Ja, der Talmud sagt, Chayav Adam leharot et atzmo ke'ilu hu yatzei Mitzrayim. Der Mensch soll sich zeigen lassen, leharot et atzmo ke'ilu hu yatzei Mitzrayim, als ob er von Ägypten befreit wurde.
Es gibt zwei Versionen. Manche sagen Lirot et Atzmo und manche sagen Leharot et Atzmo. Lirot et Atzmo, sich selbst sehen, und Leharot et Atzmo, sich selbst sehen lassen, als ob er aus Ägypten befreit wurde. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Zwischen den beiden ist Lirot et Atzmo, mich sehen. Das heißt, ich muss selber fühlen, als ob ich jetzt aus Ägypten befreit bin. Sitzen, Bad Kaifem, irgendwie, das, genießen. Aber Leharot ist den anderen zeigen, dass ich genieße. Das heißt, auch wenn es jemandem schwerfällt, gebeugt, den Wein zu trinken, die Matzot zu essen, sollte man es schon machen. Ja? Wie soll man sich beugen? Aseba. Okay? Zuerst einmal, wie man das nicht macht. Es gibt manche, die sitzen so und machen so. Das ist nichts. Ja? Oder manche sind noch bessere schon, Akrobaten. Er sitzt so. auch nicht gut. Ja? Das heißt, man muss sich an irgendetwas anlehnen. Am besten ist, du drehst den Sessel ein bisschen um und auf den Tisch. Bad Kaifem und so. Trinken, essen. Es ist machbar, dass man auch dabei genießt. Es ist machbar. Nicht immer geht es. Der eine sagt, wie, Kodorab, ich trinke, die Hälfte schüttet aus. Und wo ist der Ben Chorin, wo ist denn die Freiheit? Rabbi Melech Biedermann, uff, was Schönes hat er gesagt. Trevor, aufgepasst. Er sagt, die richtige Freiheit ist, wenn du weißt und glaubst, dass nur was von Himmel bestimmt ist, in den Mund reinkommt. Was, und, ja, das ist die richtige Freiheit. Es schüttet sich aus da und dort, aber was für mich bestimmt wurde, das kommt rein, das ist die richtige Freiheit. Das heißt, Kafachaima Kadosh, Kafachaima Kadosh sagt, wir müssen uns in dieser Nacht, müssen wir zeigen, nicht Hochmut, aber Reichtum zeigen. Ja? Das heißt, wenn du hast irgendwelche, sogar verpfändetes Geschirr von jemandem, der dir gegeben hat, Silber, Gold und so, auch wenn es nicht dir gehört. Normalerweise, wenn es etwas verpfändet ist, du darfst es nicht benutzen. Hier, nimm, leg auf den Tisch. Du hast irgendwelche Rolex, Polex, ja, dann darfst du so sitzen. Und so, ja, ist in dieser Nacht, sagt Kafachaim, vom ganzen Jahr, die Hochmut von dir, was du gemacht hast, Hochmut vom ganzen Jahr, ich bin gescheit, ich bin hübsch, ich bin stark, ich bin, jeder hat ein bisschen in seiner Tasche ein bisschen Hochmut, ja? Ist schlecht. Gott sagt, ich liebe das nicht. Toavat Hashem kol gevalev, Gott mag, Gott will die einfachen Leute. Er sagt, ich will die einfachen, ich brauche das nicht. Du machst dich von mir wichtig. Geld, mir gehört das ganze Geld. Kraft, wer hat die Kraft gegeben? Ich habe dir die Kraft gegeben. Was? Weisheit, ich habe dir Weisheit gegeben. Was machst du dich wichtig? Gott sagt, Toavat Hashem. Gott ist, er sagt, ich ekle mich vor denjenigen, die hochmütig sind. Schlimm. Aber Kafachaim sagt, in dieser Nacht, in diese zwei Nächte bei uns, ja, wenn du Reichtum zeigst, das ist eine Wiedergutmachung für die Hochmut. Das heißt, eine gewisse Hochmut zeigst du hier, ich bin, ja, ist gut. In dieser Nacht ist es gut und das ist eine Wiedergutmachung. Dann, die vier Bäche, die wir trinken, es ist ein Kapara für Arba Mitot Bedin. Es entspricht den vier Todesurteilen, die wir haben. Das heißt, dadurch wirst du verschont von den vier Todesurteilen. Bei jedem Zeichen, wenn wir kommen, und jetzt beginnen wir den Shur. Kadesh, wenn wir kommen, ich mache jetzt ganz kurz. Ja. Kadesh, wenn wir kommen, wir haben insgesamt Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, alle Zeichen. Gut ist es, am Anfang, bevor wir beginnen, alle Zeichen durchzusingen oder zu lesen. Besser singen. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Mozi, Matza, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Zafun, Barech, Ale, Nirza. Ja, und dann, jedes Mal, wenn du kommst, auch mit dem Mund aussprechen. Zum Beispiel, Kadesh haben wir gesagt, Kadesh. Dann Urchatz, ja, Kadesh, Urchatz. Dann Karpas, Kadesh, Urchatz, Karpas. Und so Yachatz bis zum Ende, jedes Mal auch aussprechen. Nach. Du läufst weg im Moment, wenn Urchatz, der Karpas. Schema? Du läufst weg im Moment, wenn. Los, das ist der Schächle.
זה שייך לזה. אז תגיד את זה לפני זה. מוציא מצב, גם כן. תגיד לפני כן את הכל. דנדג את זה לפועל. נגיד את זה כאן יפסק. סווישן נטילת ידיים, מודד. אבל מנזולת אימא אושפריכת. דן, בי אלן... בי אלן... בי אלן... בי אלן... בי אלן... לא אותה אגדה. עשו לי זה אגדה? זה אגודה. אלן של קשרים לדון. הוא נוח יצייקנט. מתראידה. דס אייס. קדיש. Wir trinken den ersten Becher, wie gesagt, angelehnt auf die linke Seite. Es ist gut, wenn der Becher sauber ist und nur du trinkst von diesem Becher, kannst du drüber weiter gießen. Laut der Kabbalah ist es erwünscht und gut, wenn man nach jedem Trinken den Becher von innen und außen mit Wasser abwäscht. Also manche haben sich zu Hause eine große Schüssel und dort tak tak waschen und sofort weitergeben. Dann... wir zeigen Reichtum, du schenkst dir nicht selbst den Wein ein, sondern jemand anderer schenkt dir, du schenkst ihm, jeder schenkt einen dem anderen, nicht du selber für dich. Ist auch nicht üblich normalerweise bei den Bucharen und so, dass man, wenn Alkohol, du darfst nicht selber einschenken. Du musst sagen, aber nicht selber einschenken. So, und krass, nach dem Kiddush, es gibt den Brauch, den hat der Rabbi Yosef auch gemacht, den mache ich auch bei mir zu Hause. Nach dem ersten Becher, wir nehmen das Ei. Die Eier, jeder nimmt zwei Hälften, drei Hälften, wie viel man nehmen will. Und man sagt dafür, Secher le Korban Chagiga, das Ei, das wir auf dem Teller haben, das wir essen, das ist zur Erinnerung, zum Gedenken an den Chagiga-Opfer. Korban Chagiga. Wir sagen das, dann sprechen wir Bracha, Shakol, Niabit, Baruch und essen. Wenn die ein Ei gegessen haben oder sogar ein halbes Ei, dann müssen wir den Nefashot-Segenspruch auch sprechen. Dann sagen wir Nefashot. Ja, das ist gut so zu machen, weil dann, bis wir die Haggadah durch sind, bis wir nachher essen dürfen, Shulchan Aruch, alle sind hungrig. Dabei, schnell. So hast du ein bisschen den Magen beruhigt, jeder hat bekommen ein bisschen ein Ei und da kann man auch ganz normal machen. Entschuldige, wenn man darauf Nefashot sagt, sagt man auch auf Maror? Wir sagen nachher auch, ja, wir sagen auf Kapas, nicht auf den Maror, wir sagen auf den Kapas. Ich mache in 10 Minuten noch fertig, weil die wichtigsten Punkte will ich noch sagen. Nachher kommt Urchatz, kommt Yachatz. Wir nehmen die mittlere Matzah, spalten sie in die Hälfte, in den Gedanken. Nicht mit der Hand, in den Gedanken sollen wir den größeren Teil als Wav haben, im Gedanken, den Buchstaben Wav, den kleineren Teil als Dalet. Ja? Manche versuchen mit den Fingern irgendwie so herumzuspielen, bis Dalet und Wav ist, muss man nicht, nur in den Gedanken Dalet und Wav. Ja? Den größeren Teil, man wickelt es und gibt Verstecktes für den Afikoman. Wieso? Wir haben jetzt keine Zeit, das zu erzählen, wieso, aber den kleineren Teil lässt man drinnen und dann beginnt man Magid. Die Erzählung von der Haggadah. Hey Lachman, ja, das ist das Brot, oder ich muss es sagen. Warum haben wir, brechen wir die mittlere Matzah? Es gibt viele, es gibt wirklich, wir haben gestern und vorgestern darüber Schul gemacht, da es gibt vielleicht zehn Gründe, wieso wir die Matzah brechen. Aber der halachische Grund, wieso wir die Matzah brechen, ist, wir müssen am Yom Tov müssen wir zwei Brote essen. Stimmt's? Lechem ist nicht. Aber das ist das Brot der Armut, der Armen. Und ein Armer hat nie ein vollständiges Brot. Er hat immer nur halbes Brot. Und deswegen, wir brechen die Hälfte und legen ein halbes und zwei und halb Brote. Das heißt, wir haben auch Lechem ist nicht und wir haben auch das halbe Brot. Und den größeren Teil, den verstecken wir für Fikoman. Wieso? Weil es kann sein, dass du während der Mahlzeit essen wirst, und vielleicht auch diesen Afikoman fertig essen wirst. Und dann wirst du nichts haben für den Afikoman. Deswegen, damit du sicherheitshalber noch den Afikoman am Ende noch essen wirst, verstecken wir das. Magid, wir sprechen die ganze Agada. Wichtig ist, leider haben wir keine Zeit jetzt, aber die ganze Agada zu erklären. Einer oder mehrere sollten schon jetzt, wir haben noch einige Tage vor Pesach, sich vorbereiten für Pesach, indem man den ganzen Ablauf von Leila Seder, die ganze Agada, die ganzen Geschichten, die dort erzählt werden, alles lernt und auch
gut rüberbringt, weil das ist die Nacht, wo wir den Fakel an die nächste Generation überreichen. Diese Nacht, Leila Seder, wir nehmen den ganzen Glauben, den wir bekommen haben von unseren Eltern, und geben es weiter in die nächste Generation. Darum da, gut ist es, so verständlich wie möglich zu erklären, wenn es gibt Kinder, dann auf der Sprache der Kinder, denen es zeigen, und deswegen sind auch diese ganzen Bilder da, in dieser Saga da, damit jeder versteht, wie dort war, und da jeder laut dem, was Gott ihm die Kraft gibt, so viel man kann, nicht allzu schnell lesen die Agada, weil das ist, du hast das einmal im Jahr, nutzt das aus, ja? Die ganze Yirat Shamayim, die ganze Gottesfürchtigkeit von deinen Kindern hängt von dieser Nacht ab. Investiere ein bisschen damit. Reicht es, wenn man die Agada nur auf Deutsch liest? Es reicht auch, wenn man das nur auf Deutsch liest. Man muss es aber verstehen. Aber noch einmal, ich habe da in drei Sprachen es gemacht, ja? Lies auf Hebräisch, kurze Pause, erkläre. Jetzt auch nicht allzu in die Länge ziehen. Es gibt manchmal, und die bekommen und diskutieren, Moment, aber es steht geschrieben so und da, bringt ein Buch von dort raus und bringt da, diskutieren, wer hat recht, wer hat recht. Adonai. Kinder werden einschlafen. Nicht zu in die Länge ziehen, nicht zu schnell. Man sollte schauen, dass man den Afikoman vor Mitternacht isst. Weil es Mitternacht, dieses Jahr wieder das einzige, kurz vor eins, bis zu dieser Zeit, dass man den Afikoman schon isst. Dann, man schüttet den zweiten Becher hat man vor sich. Am Ende der Agada, ich überspringe jetzt sehr viel, am Ende der Agada, wir trinken den zweiten Becher. Wiederum auf die Seite gebeugt. Die Ashkenazim sprechen den Segensspruch Borei Pri Hagefen noch einmal. Sfaradim, nein. Sprechen nicht. Also zusammengefasst, die Ashkenazim sprechen viermal Borei Pri Hagefen, Sfaradim nur für den ersten und den dritten Becher. Erster und dritter Becher sprechen wir Borei Pri Hagefen. Ashkenazim alle vier, Sfaradim erster und dritter Becher. Ja? Dann, wir trinken den zweiten Becher, dann kommt das Händewaschen. Magid, Rochza. Dann kommen wir, waschen unsere Hände und dann Mozi Matzah. Was ist Mozi Matzah? Wir sagen Amozi Lechem min Haaretz, das ist jetzt unser Brot. Und wir sagen auch Asher Kedishanu Mitzvah Mitzvanu Al Achilat Matzah. Aufgepasst, diese Bracha Al Achilat Matzah nur zweimal in den zwei Nächten. Montagabend und Dienstagabend. Während den acht Tagen Chol HaMoed sprechen wir nicht Al-Achilat Matzah, sondern nur Amozi Lechem min Haaretz. Wie viel sollte man da von den Portionen, vorbereiteten Portionen essen? Es ist erwünscht, zwei Portionen zu essen, weil wir haben Mozi, wir haben jetzt die Mitzvah Amozi Lechem min Haaretz Yom Tov und Matzah, die Mitzvah Matzah zu essen. Erwünscht, 2 mal 27 Gramm zu essen. Ja? Dann gehen wir Maror. Das heißt, wir nehmen die Bitterkraut, also Chassa, diesen Römersalat, und wir tunken es ein in Charoset, die Ashkenazen nehmen Kren, tunken ein in Charoset, und auch da muss man 27 Gramm davon essen. Das aber nicht gebeugt. Ja? Auch da, wir sagen, das ist für den Maror, alle Chilat Maror. Dann nehmen wir das zweite Mal Matzah, Korech, Sandwich. Sandwich, auch da. Da genügt 1,27 Gramm. Einmal 27 Gramm Matzah plus 27 Gramm Maror plus Charose, Secher Lehilel, Shaykor Habe Matachat, und man isst es auch gebeugt. Dann nach Korech kommt Shulchan Orech. Dann kannst du essen die festliche Mahlzeit. Wie gesagt, kein Jizbiz, kein gegrilltes Fleisch, sondern aufgepasst beim Essen, dass man nicht zu übertreibt bei dem Essen, weil du musst nachher noch den Afikoman essen. Dann kommt Zafun, Afikoman, am Ende der Mahlzeit, wo du satt bist, aber nicht übersättigt. Aufgepasst, das ist wichtig. Satt, man darf noch essen. Wenn du satt bist, so sollte man es essen. Aber wenn du übersättigt bist, was ist übersättigt? Ah, ich kann nicht mehr. Du stopfst es rein,
Achila gasa, lavshma achila. Es zählt nicht als Essen. Wenn jemand so gegessen hat zu Yom Kippur, er hat nicht gebrochen Fastag, laut der Torah. Es ist kein Essen. Es ist Fressen, aber kein Essen. Ja? Das heißt, nicht übersättigt. Deswegen, man muss aufpassen, nicht übertreiben bei Shulchan Orech. Dann Afikoman. Wie viel soll man von Afikoman nehmen? Nicht unbedingt das, was versteckt wurde. Weil wenn du hast einen kleinen Teil, 30 Leute, wer soll das bekommen? Sondern auch da, jeder bekommt eine Portion. Gut ist es, zwei Portionen zu nehmen. Darum ich sage zwischen 4 und 5, zwischen 3 und 5 sogar. Ja? Warum zwei Portionen? Weil, warum essen wir den Afikoman? Afikoman, das ist zur Erinnerung, das ist anstatt dem Pessach-Opfer. Wir haben jetzt kein Pessach-Opfer. Und den Pessach-Opfer hat man gegessen, musste man essen, 27 Gramm von Fleisch. Wer sagt das schon dieses Jahr? Wenn Mashiach kommt, dann Pessach-Opfer. Und mit 27 Gramm Matzah. Den Pessach-Opfer hat man mit Matzah gegessen. Das heißt, man nimmt zweimal 27 Gramm Matzah. Einmal für die Matzah und einmal für das Pessach-Opfer. Und auch das isst man gebeugt. Ja? Übrig gebliebene von dem Afikoman. Das übrig gebliebene von Afikoman gut aufbewahren. Es ist so wie ein kleiner Schutzengel, den man sich mit sich überall trägt. Ist sehr, sehr gut. Nach Abarech, Birkat Hamazon, nicht vergessen, Yale Viyavo. Hat man vergessen, Yale Viyavo zu sagen? Normalerweise im ganzen Jahr, man wiederholt nicht bei Birkat Hamazon. Hier man wiederholt. Das heißt, du musst den ganzen Tischgebet wieder von Anfang sprechen. Deswegen aufgepasst, trotz zwei Becher Wein und Shulchan Orech, dass man nicht vergisst, Yale Viyavo. Dann, nach dem Tischgebet, den dritten Becher Wein. Alle sagen dann die Bracha, Bore Prei Gefen. Dann Hallel, wir sprechen den Hallel, da muss man ganz, ganz fröhlich sein und wir öffnen da die Tür, Shfoch Hamatra und so weiter, wir verlassen uns an Gott. Und nach dem Hallel, wir füllen den fünften Becher, wir trinken den vierten Becher und dann füllen wir den fünften Becher. Was ist fünfte Becher? Kos Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, warum Eliyahu Navi? Weil wir trinken vier Becher wegen den vier Wörtern der Erlösung, die geschrieben worden sind. Veozeti, Veizalti, Vegalti, Velakachti. Es gibt aber noch ein Wort, Veheveti, Etchemelaretz. Ich werde euch in das Land wieder zurückbringen. Das ist, Bezrat Hashem, wenn Eliyahu Navi kommt, er bittet es uns, dass wir die vollständige Erlösung sein. Dann, nach dem Leila Seder, wir lesen Shir HaShirim. Gut ist, wenn jemand hat, auf einem Pergament zu lesen, Shir HaShirim. Und danach sich mit dem Auszug aus Ägypten beschäftigen, mit allen Geschichten, Midrashim und Mamare Chazal. All das, was man über den Auszug aus Ägypten lesen und reden kann, bis ad Shetachtefenu Shena, bis du einschläfst. Nicht, dass du jetzt die Pyjama anziehst, und gehst und die springenden Schafe zählst, bis du einschläfst. Nein, da musst du, bist du so lange beschäftigen, auch wenn es bis in der Früh ist. Ja, bis in der Früh. Musst du weiterhin, jetzt sagt mit Freien, darüber lesen, erzählen und erklären, bis du nachher einschläfst, bist du eingeschlafen, hast du die Mitzvah erfüllt. Bezrat Hashem, dass wir dieses Jahr nicht in Wien feiern werden, dass wir dieses Jahr alle nach Jerusalem kommen werden und dort Be'ezrat Hashem von dem Pessach-Opfer gemeinsam essen werden. Wichtig ist zu beten über Klal Israel. Am Israel ist jetzt in einer nicht besonders guten, oder eine sehr gute Zeit eigentlich, aber eine sehr gefährliche Zeit. Darum viel, viel beten, dass Gott das ganze Volk Israel schützen soll. Und Be'ezrat Hashem, Gula Kroma. Baruch Adonai, Olam, Amen.